Leute, zieht die Köpfe ein, heute wird's wild. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pro Show Jumping. Ja, heute stellen wir uns dem Stuttgart Grand Prix und ihr seht es schon, hier ist nur noch Schwierigkeitsstufe professionell drin. Und ich bin bei den anderen mit Fortgeschrittenen schon ziemlich... ich habe es da schon ziemlich versaut, beutelt, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt hier läuft. Hier ist es jetzt noch mal etwas höher. Ist das schon das Höchste? Boah, Alter, wie viele da noch kommen auf professionell? Ey, da sind noch mal ganz viele Parcours dazugekommen. Also das seht, den habe ich runtergeladen. Der ist von jemandem gebaut. Aber da sind mit Sicherheit noch mal Leute, oder waren da schon die ganze Zeit so viele? Ich könnte schwören, es wären weniger gewesen. Aber Leute, wir haben viel zu tun, wenn wir die alle meistern wollen. Und heute starten wir in Stuttgart. Ist das in der Hans-Martin-Schleyer-Halle? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Stuttgart German Masters sind das in Stuttgart, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, es sind die German Masters. Bin ich noch nie gewesen. Ich war bislang in der Westfalenhalle in Dortmund. Ich war in Balve bei den deutschen Meisterschaften. Und ich war schon einige Male beim CHIO in Aachen. Das waren, und natürlich Hamburg, beim Derby. Beim Derby bin ich auch einmal gewesen. Und meine Eltern hatten ihn mir zum Geburtstag geschenkt. Und da sind wir 2018 gewesen. Nee, 2017 war das, glaube ich. Ja, muss 2017 gewesen sein. Ja, genau. Das sind die großen Turniere, bei denen ich bislang gewesen bin. Es gäbe noch ein paar andere, die ich mir gerne mal angucken würde. Was ist das nochmal, wo die Papageien auf dem Platz sind? Wo die Bäume auf dem Platz sind? Ich glaube, das ist Donau-Esching, oder? Ich glaube, das ist Donau-Esching. Da würde ich auch gerne mal hin. German Masters, immer grandiose Stimmung, wenn man da mal was sieht. Die haben ja auch dieses Indoor-Vielseitigkeitsspringen, auch richtig, richtig cool. Da ist immer richtig was los, wenn man sich das auf YouTube anguckt. Das würde mich auf jeden Fall auch mal reizen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, bei welchen großen Turnieren ihr schon zugeschaut habt, würde mich auch sehr interessieren, wo ihr schon mal dabei gewesen seid und geguckt habt. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt haben wir hier die Wartezeit gekonnt überbrückt. Starten wir den Parcours mit Casal. Ich hoffe, ich krieg's hin. Vielleicht ist es ja leichter, als ich denke. Ich denke nicht, aber who knows. Zong, da ist schon die erste unten. Wo müssen wir denn, da müssen wir hin. Ah, scheiße. Oh, die letzte ist liegen geblieben. Ich fasse es ja nicht. Alter, was ein Mikado. Jetzt sind wir bei 24 Fehlern schon. Oh, die ist hängen geblieben. Liegen geblieben. Die ist auch liegen geblieben, Leute. Oh, die ist auch liegen geblieben. Und die hat nicht mal geklappert. Das ist ja, der Wahnsinn hier. Oh Gott. Ich stelle fest. Oh, der wäre schon gewesen. Ja, dann nehmen wir es. Alter. Einfach mal 36 Fehler. Wir haben einfach 9 Hindernisse mitgenommen. Was zur Hölle. Und der Parcours, der scheint nicht mal so super schwer zu sein. Denn ihr seht es hier, es gibt sehr viele Nuller. Und 3 mit 4 und 1 mit 8. Starten wir direkt nochmal neu. Das möchte ich nochmal ausprobieren. Die Zeit war gar nicht mal so schlecht, aber was bringt mir eine halbwegs anständige Zeit, wenn kein Hindernis liegen bleibt. So. Ach, Manno. Also mein Ziel ist jetzt erstmal, mit weniger als 36 hier durchzukommen. Oh, und drücken nach hinten raus. Also... Nee, also nicht so. Anders. Sowas nicht gemeint.
Okay, das hat gut funktioniert. Wir reiten einfach. Ah. Ah. Die ist eben liegen geblieben. Warum ist sie denn nicht einfach liegen geblieben, verflixt? Wer bietet mehr? Diesmal haben wir sogar noch einen mehr runtergeäumelt. Das gibt's doch nicht. Okay, ich mache jetzt noch einen Versuch und dann gucken wir uns einfach mal den nächsten Parcours an. Ich werde das jetzt erstmal so weitermachen, dass ich mir die Parcours erstmal anschaue mit euch und wir dann versuchen, in aller Seelenruhe. Das gibt's doch nicht. Und wir dann in aller Seelenruhe versuchen, die auch gescheit zu reiten. Also, es ist echt schwer, das Spiel. Ah, jetzt hatte ich ein bisschen zu viel Schwung. Wie ärgerlich. Okay, komm, das möchte ich nochmal ausprobieren. Also ein bisschen enger rum, dass der Weg nicht so ganz weit ist. Aber ich muss schon auch aufpassen, dass ich nicht zu viel Druck mache. Ja, genau so. Und dann muss ich aber, ah, das ist blöd. Da komme ich aus dem Rhythmus. Ich komme zu dem Steil, komme ich aus dem Rhythmus. Ist halt alles eine Übungssache, ne? Okay, das war schon besser. Es war nicht perfekt, aber es war besser. Da muss ich gucken, dass ich da besser hinreite. Ha, schade. Ah, Mist, 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 Mist. Warum? Also die erste, die zweite Stange verstehe ich ja noch. Aber warum? Okay, 28. Das war jetzt schon mal mit Abstand das beste Ergebnis. Das war immer noch absolut unter aller Würde. Aber okay, es war schon mal ein bisschen besser. Leute, Dublin. Dublin Grand Prix wäre das nächste. Der nächste Parcours, der sich uns stellt. Aachen ist im Übrigen auch noch mit dabei. Ich bin gespannt. Ich glaube, der vom großen Preis ist es nicht, aber lass uns mal überraschen. So, da reiten wir erstmal ganz entspannt über die 1. Das war schon klar. Ich möchte eigentlich, ich möchte nicht direkt wieder so mit Problemen reinstarten, Leute. Das wäre mal ganz schön. Oh, das ist gar nicht das Hindernis, was ich. Oh, da musste ich drüber. Ups. Das würde vielleicht helfen, wenn ich mir die Parcours-Skizzen angucken würde, aber der Mut zur Lücke, Leute. Mut zur Lücke, aber nicht mit Mut über das erste Hindernis und direkt umhauen. Das möchte ich nicht. Das fangen wir hier gar nicht erst an, Leute. So, okay. Viel zu weit, da hätte ich anders hinreiten müssen. Das ist mir auch beim ersten Mal schon passiert. Okay, um die 10 drumrum. Das war zu viel Druck. Da habe ich jetzt Casale einfach machen lassen. Das ist manchmal gar nicht so dumm, das Pferd denken zu lassen. Ups, die haben die größeren Köpfe. Oh, schade. Das hier stelle ich mir im echten Leben sehr, sehr schwer vor, diese Hindernisse. Pferde haben nämlich ein Problem damit, weiß zu taxieren. Oh, shit. Und wenn dann nämlich die Stange, die oberste Stange, eine weiße Stange ist, das ist echt mies.
Wo müssen wir denn hin? Ach, da! Gott, oh Gott. Boah. Oh. Leute, wir haben 52 Fehler. Ey, warum habe ich den letzten auch noch mitgenommen? 56 Fehler. Es kann nur besser werden. Persönlicher Bestwert. Okay, der scheint sehr, sehr schwer zu sein. Guckt euch das mal an. Wir haben nur 7 fehlerfreie Ritte. 3x4. Und dann ist ab Platz 11. Sind alle mit 8 Fehlern dabei. Okay, der ist hart. Der ist echt hart. Das ist immer ein ganz guter Indikator, woran man das sehen kann. Okay, da hatten wir jetzt leider etwas zu viel Schwung. Ach shit, nee, komm, machen wir direkt nochmal neu. Da hatten wir jetzt etwas zu viel Schwung, deswegen das ist, wenn ich mit der Hinterhand die vordere Stange reiße, dann hatte ich zu viel Schwung. Dann ist mir das Pferd zu flach geworden. Und so reicht aber wieder der Schwung nicht. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen, Leute. Das hat diesmal nicht so funktioniert wie beim letzten Mal. Das hat genauso wenig funktioniert wie beim letzten Mal. Ja, das gibt's doch nicht. Immerhin. Ach, scheiße, das habe ich schon wieder vergessen. Halt außenrum. Das ist so schwer. Naja, immerhin schon mal 12 Fehlerpunkte besser. Also das ist echt heftig. Einmal reiten wir denn noch? Aber 40 Fehler einfach. 40. Boah. Ich möchte jetzt endlich mal den zweiten Sprung fehlerfrei hinkriegen. Das muss doch mal möglich sein. Also ja, klar, natürlich ist es möglich, aber es muss doch mal für mich möglich sein. Okay, Leute. Vielleicht geht's hiernach besser weiter. Ja. Jetzt lasse ich mir hier auch mal ein bisschen mehr Zeit für. Werde ich ein bisschen mehr zulegen müssen. Der war schön. Erlerne ich das denn mal noch? Unfassbar. Ich habe jetzt noch 2 Fehler frei. Dann bin ich schon wieder. Ja. Das werde ich, hier werde ich diesmal mehr wieder haben als beim zweiten Mal. Sind wir wieder gleich. Also das ist echt... Das, also der ist Next Level, Leute. Der ist echt Next Level. Richtig krass. Richtig, richtig krass. Und der nächste ist noch mal höher von der Kategorie. Boah, Leute.
Leute, nee, ich möchte mal hier rein starten. Ich mache jetzt hier heute keinen neuen Parcours mehr, glaube ich. Ich möchte es nochmal probieren. Vielleicht soll ich auch das Pferd nochmal wechseln. Oder ich wechsle nochmal die Ansicht. Was bringt mir auch nicht viel. Ich finde es in der Ansicht sogar schwerer. Ich finde es in der Ansicht schwerer. Ich mache gerade gar nichts. Ich lasse gerade einfach nur Kassal denken. Ey, was ein Lehrer, was ein Lehrmeister. Es ist ein Professor. Zwölf Fehler, Leute, zwölf Fehler. Just saying. Just saying. Und die Zeit war jetzt nicht besonders gut, aber ich habe ihn einfach nur machen lassen. Leute, das machen wir, das probieren wir nochmal. Das probieren wir noch. Das ist echt heftig. Also dieses Pferd, ne? Ich gucke jetzt einfach mal nur, dass ich eine schöne Linie anreite und die Mitte treffe. Einfach eine ordentliche Linienführung. Das habe ich gemerkt, dass es zu weit wurde. Ah, okay, nee. Das war jetzt nichts. Okay, wir starten noch einmal neu und dann reiten wir einfach nochmal den Parcours. Schau mal, was passiert. Schau mal, was wird. Was wird. Ey, hier more Footwork. Ich müsste eine Fußcam machen. Ich will die ganze Zeit am Mitspringen hier. Jetzt habe ich zwar schon einmal vier Fehler eingesammelt. Okay, komm, einen noch. Ganz schlimm, dieses Spiel. Das hat echt so einen Suchtfaktor. Hätte ich nie im Leben gedacht vorher, dass das so einen Effekt hat. Aber das weckt so krass den Ehrgeiz. Ich habe jetzt einen Kommentar auch bekommen, wo jemand schrieb, dass das Spiel einfach maximal frustrierend ist. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Man braucht wirklich eine hohe Frustrationstoleranz. Es ist echt, es ist das Roguelite. Es ist das Dark Side. Wie heißt das nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Wie heißt das Spiel nochmal mit dem Sterben die ganze Zeit? Nicht Elden Ring, das, worauf das so ein bisschen basiert. Ich komme gerade einfach nicht drauf. Der Reitsportsimulation, weil es ist wirklich, es verzeiht keine Fehler. Das macht es aber halt auch so gut. So realistisch. So sind Autorennspiele seit Jahren realistische Rennsimulationen. Und ich finde das super spannend. Ach,
verdammt. Dass man sowas jetzt auch mal in so einem Spiel hat. Das ist halt echt mal... Ah, 16, das sah man schon. Dass man jetzt hier wirklich mal eine richtige Herausforderung hat. Nee, über die 12 komme ich nicht mehr hinaus. Aber ich glaube, das sagt mir definitiv in der Ego-Perspektive am meisten zu, muss ich sagen. Gucken wir einfach mal beim nächsten Mal, wie es läuft. Dann werde ich mir mal noch die weitere neue Parcours auch vorknöpfen. Ich hoffe, ihr seid wieder weiter mit dabei und verfolgt meinen Fortschritt in der Hoffnung, dass es irgendwann auch mal noch funktioniert. Wir haben noch so viel vor uns in dem Spiel. Das wird noch richtig spannend. Also ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.